Auch im DFB-Pokal wird es Zeit, die nächste Runde klarzumachen. Heute gegen Zweitligist St. Pauli mit der A11. Ich habe ja gesagt, ich spiele sonst immer mit der B11, aber die B11 spielt dann im nächsten Bundesligaspiel gegen Hamburg. Also jetzt zwei Hamburger Clubs, zwei Siege werden ganz fein. Und ansonsten, ja, läuft es auch in der Saison. Ne, haben wir ja schon die letzten Parts gesagt. Ich habe die B11, beziehungsweise werde auch die Formationen der B11 mal anpassen, Formationen umstellen und ja, Regler ein bisschen verschieben, dass zum Beispiel auch ein Rustic mal auf ZOM spielt und nicht im rechten Mittelfeld. Ich glaube, das liegt dem eventuell ein bisschen mehr. Mal schauen, was heute gegen St. Pauli geht. Die können befreit aufspielen, die können nur gewinnen. Der Druck liegt bei uns. So, habe ich jetzt mir mal selber gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es läuft. In der Conference League sind wir weiter, in der Bundesliga stehen wir oben. Es macht Spaß momentan, auf jeden Fall, die ganzen jungen Leute auch zu entwickeln. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und wir legen direkt mal los hier mit Moani, Adams und Kostic. Und Lindström mit Smith zusammen im Duett. Erste Chance nach 5 Minuten. So kann das sehr gerne weitergehen. Jetzt kommt aber erstmal der lange Ball, aber abseits. Da müssen wir auch aufpassen. St. Pauli spielt das gerne, lange Bälle. Und der war gar nicht schlecht gespielt. Da hatten wir ganz schön Glück. Oh, das war knapp. Ah, eine Fußlänge. Aber die verstecken sich gar nicht. Die haben eine offensive Aufstellung. Ich glaube ein 4-3-3. Nee, 4-1-2-1-2 spielen die, genau. 4-1-2-1-2. Und da sind wir dann natürlich gewarnt. Gegen solche Formationen habe ich öfter mal Probleme. Siehe Dortmund mit dem hohen Pressing. Und St. Pauli auch. Guckt euch das an. 4-5 Leute sind vorne. Almenido im Doppelpass. Schallenberg, das geht ganz schnell. Ritzka, aufgepasst. Und CDB. Steht richtig, steht gut. Ganz entscheidend. So, und jetzt der Konter über So. Klasse, Ball auf Balde. Und ganz hinten Kostic, wenn er den sieht. Den kriegt er auch. Kostic! 1-0. Schönes Tor, schöner Schuss. 12. Minute, die Führung. Durch Filippo Kostic. Das können wir auch mit viel Tempo. Das, was St. Pauli im 4-1-2-1-2 macht, machen wir im 4-2-3-1. Moani wäre auch noch da gewesen, aber den nimmt nur Kostic. Perfekt getroffen ins lange Eck. Das sieht aus jeder Kameraperspektive richtig gut aus. Schön gemacht. Trocken abgeschlossen. 1-0. So, und anhand der ersten 10 bis 12 Minuten könnt ihr schon sehen, wie das Spiel weiter verlaufen wird. Da ich glaube, wir werden hier heute keine Pause haben. St. Pauli auch, die machen direkt weiter. Die lassen sich davon gar nicht beeindrucken. Trapp. Mal ein bisschen runter. Zeit von der Uhr nehmen, aber das ist gar nicht unser Spielstil. Hopp. Nach vorne mit wenigen Ballkontakten. Raum. Schick, Kostic und Moani völlig frei. Oder Balde, ganz unten. Moani, ach. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, aber St. Pauli lebt auch gefährlich. Da kommt zwar, ihr seht das, die Außenverteidiger mit nach vorne. Heißt aber auch, wenn wir einen Ballgewinn haben, vorne, die drei Leute, die sind, ja, okay, der ist im Aus, die sind schnell. Wir können also vielleicht auf Dreierkette umstellen. Überlege ich. Mache ich auch. Ich probiere es. Habe ich auch wirklich die Dreierkette? Ja, nicht, dass ich hier plötzlich wieder was anderes erzähle, aber das war ja bei der B11 so, dass da ja alle Formationen gleich sind. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie darauf reagieren. Wir werden natürlich hinten Schwierigkeiten bekommen, rauszuspielen. Aber dafür in der Umschaltbewegung nach vorne haben wir auf jeden Fall Überzahl. Und auch auf der Außen. Guck mal, wie breit wir das hier machen. Balde. Und jetzt Lindström und Kostic. Kommt leider nicht ran. Aber weiter, Balde. Kriegt er den noch? Nee. So, jetzt. Das ist das Interessante hier. 3 gegen 3. Ignacio ist dazwischen. Einmal. Ja, jetzt bleibt es auch erstmal bei dem einmal. Jetzt wieder hinten rein. So, nach vorne bin ich jetzt gleich gespannt, wenn wir denn dazu kommen sollten. Trapp. Vorne 3 auf 3. Mal ein langer Ball auf Kostic oder auf Moani. Ja, also St. Pauli hat da noch hinten 3 gegen 3, aber die machen das gut bislang. Also es ist ein ebenbürtiger Gegner. Den Klassenunterschied merkt man bislang gar nicht. Lino alleine. Kere, CDB muss aufpassen! Kriegt den Tunnel und Hartl macht den Ball rein. 1-1. Das kann nicht wahr sein, ey. Gut gespielt, aber auch mit
Ansage. CDB steht da und kriegt den halt ein bisschen unglücklich durch die Beine hier. Zack. Und dann ist Hartl im Fünfer frei und Trapp kann da nichts machen. Boah, bei so einer hohen Geschwindigkeit musst du den auch erstmal so nehmen. Tja, 1-1. Ich sage ja, die lassen hier nicht locker. Die machen heute das Spiel ihres Lebens wahrscheinlich. Die werden nie wieder so ein Spiel machen. Nicht mal in der Zweitliga. Da haben wir heute eine richtige Aufgabe. Aber das ist doch schön. Weißt du, wenn ich jetzt nicht hier schon 3-4-0 führe. Beide Mannschaften, die nach vorne spielen. Schöne Chancen, die hier rausgespielt werden. Gelbe Karte. Das ist auch so typisch Zweitligist. Die gehen viel übers Physische. Viele Zweikämpfe werden geführt. Manchmal auch unfair, aber meistens sind das halt etwas härtere Zweikämpfe, weil die Technik halt fehlt. Aber gut, ist ja auch völlig legitim. So, vielleicht aus einer Standardsituation. Wir schlagen den mal hier hin und laufen mit Moani dann rein. So, 1, 2, 3. So, Moani, ja, könnte abseits sein. Ja, Schiri pfeift aber nicht. Der Rafa ist hingekommen. So, und jetzt St. Pauli wieder. Die schwärmen. Muss meine Worte hier finden. Schwärme nach vorne aus. Und Ignacio verteidigt. So, Gegenstoß. Über Adams, über Moani und wieder über Kostic. Chance, 37. Kostic! 2-1. Mit ein bisschen Glück die erneute Führung. Aber sowas brauchst du in dem Spiel. Du musst quasi gefühlt aus jedem Angriff irgendwie mindestens mal einen Torschuss machen, dass du überhaupt die Möglichkeit hast hier auf ein Tor. Schnell gespielt, schnell umgeschaltet und dann haben wir auch wieder ein bisschen Glück, dass Vasili den nicht zu fassen kriegt im kurzen Eck. Da muss er eigentlich haben, ne? Man sagt ja, kurze Ecke ist Torwart-Ecke. Aber gut, wenn der Schuss so hart kommt und halbwegs platziert, das ist schwer zu halten. Egal. Soll uns egal sein. Wir führen wieder 2-1. Und das war, glaube ich, auch nicht das letzte Tor. Wir müssen hinten einfach die Abwehr, ich weiß nicht, dicht halten oder nicht. Ich würde jetzt erstmal so bleiben. Ich finde, dass uns die Formation besser liegt als 4-2-3-1 heute. Weil wir dadurch einfach vorne variabler sind und schneller und mehr Leute vorne haben. Apropos Leute vorne! Das geht hier so weiter in einer Tour Ausgleich. Kire! Du kriegst die Tür nicht zu. Also jeder, der heute dieses Video hier nicht schaut und nicht ein Like drauf gibt, der kriegt echt den Hintern versohlt. Also hier ist ja Unterhaltung heute geboten. Das ist ja unfassbar, aber auch wieder zu einfach. Da sind wir mit zwei Verteidigern außen. Kire völlig frei in der Mitte. Und dann macht er das natürlich technisch erste Sahne. Der Daniel Kufi Kire ist, glaube ich, auch von vielen Bundesligisten umworben. 2-2. Und wir haben gerade mal Halbzeit. Freunde, wie soll das denn weitergehen? In Halbzeit 2. Tja, was müssen wir machen? Ich muss mir erstmal die Aufstellung nochmal angucken und dann überlegen, ob ich vielleicht eine deckungsgleiche Formation mache. Also im Prinzip die Aufstellung Spiegel. 4-1-2-1-2. Weil ihr seht, St. Pauli hat vorne immer drei Leute. Immer. Und wenn dann halt auch die Außenverteidiger mit nach vorne kommen, wir werden total überlaufen. Wir werden total überlaufen, da muss ich echt mal gucken, was ich mache. Jetzt muss ich erst nochmal hier den nächsten Einschlag verhindern. Lino, die spielen uns ja hier an die Wand geführt in den letzten Minuten. Und jetzt ist erstmal Halbzeit. So, erstmal kurz durchpusten. 2-2. Wir müssen was gegen diese überfallartigen Angriffe tun. Spielen die 4-1-2-1-2? Lass mich das mal kurz bestätigt haben hier. Ja, also 4-1-2-1-2. Dann machen wir jetzt Folgendes, wir werden die Aufstellung spiegeln. Wir werden jetzt genauso wie St. Pauli spielen. Und werden aber dafür sorgen, dass wir hinten erstmal sicher stehen. So. Dann bleibt Tyler Adams hinten. Ja, Passwege zustellen reicht. So, vorne, die bleiben ebenfalls, die drei Leute. Gut, Philipp Kostic ist jetzt da natürlich ein bisschen abgekupfert. Der kann auch ruhig mal mit nach vorne. Das bleibt so. Wobei, da machen wir mal ausgeglichen. Ich würde hier auch mal ausgeglichen machen. Vielleicht nicht so breit, schön eng gestellt, dass wir auch durch die Mitte spielen können. Das ist jetzt die Idee hinter dem 4-1-2-1-2, dass ich jetzt hier offensiv einstelle. So, ob es was nützt, weiß ich nicht. Ja, aber dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es versucht, weil das geht nicht. Die, wie gesagt, die überlaufen uns mit 5-6 Mann. Wir sind hinten immer in Unterzahl und wir machen auch nicht aus jedem Angriff ein Tor. Dadurch ist unsere Chancenbewertung halt auch ab und zu nicht so gut.
um es mal nett zu sagen. Ah, zu weit vorgelegt. So, aber wir haben das Glück. Moani, erster Schuss! Jawohl! Mua. Incroyable! Magnifique! Extraklasse, das kannst du nicht lernen. Das hast du einfach. Randall Kolo Moani mit dem 3:2 direkt nach der Pause. Zu viel Platz, wurde nicht angegriffen. Und momentan ist das voll aufgegangen. Hier, Fehler. Klar, Tore passieren durch Fehler auf beiden Seiten und dann packt Moani die ganz feine Klinge aus und schlänzt den über Vasili hinweg. Schönes Tor, kannst du nichts machen. 3:2. Aber auch das ist, glaube ich, noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wow, das ist ja super. Super Unterhaltung hier. Also egal ob Bundesliga, Conference League oder DFB-Pokal, es wird halt einfach nicht langweilig. Es fallen Tore, es passieren die unmöglichsten Sachen. Überraschungen sind möglich. Ja, aber St. Pauli ist jetzt auch so ein bisschen gebunden an die Mitte. Dadurch, dass wir da jetzt einen Zehner haben, da muss ja immer einer sein, sonst ist er frei. Dann sind wir 3 gegen 3, weil die Außenverteidiger kommen ja mit nach vorne. Und das ist halt auch ganz wichtig. Mal ein bisschen Ballsicherheit, nicht gleich wieder den Ball verlieren. Und dann halt auch solche Angriffe hier starten. Über Balde, über So. Kein Abseits. Kostic oder Moani, wer möchte denn? Kostic und Lindström wäre da gewesen. So, und wieder mit nach hinten arbeiten. Und ihr seht, es geht nicht mehr so schnell. Dadurch, dass die Außenverteidiger hinten bleiben, dass wir jetzt auch hinten wirklich 4 Mann sind. So einfach geht das nicht mehr. Das war auch wichtig. Also, wie gesagt, wir können uns jetzt hier nicht in jedem Angriff überlaufen lassen. Das wäre völlig fatal. So, Lindström. Gut und schnell gespielt. So. Und unten auf Kostic. Ui, das war ein schöner Schuss. Ah, Rückpass. Da gäbe es einen echt indirekten Freistoß. Das ist zum Beispiel auch eine Neuerung, die würde ich mir für FIFA 23 wünschen. Oder was weiß ich, welches FIFA. Dass so ein Rückspiel auch mal geahndet wird. Indirekter Freistoß im Strafraum. Lindström. Nächste Chance. Und diesmal hat ihn Vasili. Also, die zweite Halbzeit gehört jetzt ganz klar uns. Die Formationsumstellung hat gefruchtet. St. Pauli ist so ein bisschen aufgeschmissen. Und sind jetzt erstmal hinten beschäftigt. Deswegen auch folgerichtig der Wechsel. Burgstaller kommt rein. Für Arminido, glaube ich. So, Ecke, Kostic. An ersten Pfosten. Da läuft Moani ein. Kriegt den nicht. Adams, Inacio, aufgepasst. Nicht verlieren. Und es gibt den Freistoß. Und jetzt probiere ich mal was. Ja, das wäre jetzt natürlich so eine schöne Szene à la Roberto Carlos damals. Soll ich es mal versuchen? Ja, was soll's. Komm, mehr als vorbeigehen geht nicht. Mehr als in die Mauer oder vorbeigehen kann er nicht. Also, mal gucken. Kostic mit Spin. Kostic. Ja, schade, so nicht. Ich finde halt Freistöße, also ich persönlich, Freistöße in FIFA 21 echt schwierig. Obwohl ja gar nicht so viel verändert wurde eigentlich. Naja. Ich mache die Tore auch aus dem Spiel raus. Ich brauche keine Freistöße. Ich mache die Tore auch so aus dem Spiel raus. Adams ist dazwischen und Lindström. Komm, lauf durch, das ist doch deine Chance. Lindström. Oh, dicke Chance. Ein ganz, ganz dicker Fisch auf dem Weg zur Entscheidung. Da haben wir den Ball gewonnen, Druck gemacht und hatten sofort Überzahl. 3 gegen 2. Außenverteidiger mit nach vorne. Das wäre ein perfektes Lehrvideo. Wie verteidige ich oder greife ich im 4-1-2-1-2 an? Das könnte man so als Lehrvideo direkt an den DFB schicken. Ich mache mich gleich mal ran. Bin ich auf jeden Fall dabei. So. Guck, Außenverteidiger können mit nach vorne kommen. Die Überzahl haben sie jetzt nicht mehr, wie noch in der ersten Halbzeit, weil rechts und links der, ja, halbe Achter, keine Ahnung. Die machen das sehr, sehr gut. Die unterstützen da die Mitte. Achtung! Aber trotzdem ist St. Pauli hier noch nicht geschlagen. Die kommen nach vorne. Schöner Schuss. Gut angenommen und Trapp dann im kurzen Eck ist da. Weltklasse. Sehr, sehr gut gemacht. Ecke kommt. 72. Achtung, Kostic bei Kiré ist keiner und Raum rettet. Auf der Linie mit der Brust. Leitet damit den nächsten. Ah, Konter ein. Egal, sicher stehen. Gut verteidigen. Lino, Schallenberg. Ja, St. Pauli versucht jetzt so ein bisschen Sicherheit wieder zu kriegen. Kiré.
Hartl, Lino, Achtung, Burgstaller und Kire wieder. St. Pauli kommt. St. Pauli meldet sich zurück. Viertelstunde ist noch. Steht nur 3-2 und sie müssen ja auch. Sie stehen jetzt unter Druck. Wir bringen Marode für Adams. Mal frisches Personal auf der 6. Viel gelaufen wieder, viel gearbeitet. Der hat jetzt Schluss, Raum. Wieder dazwischen und Balde. Nochmal ein Sprint, der ist auch am Arsch. Den müssen wir vielleicht auch mal rausnehmen. Aber für einen Umutball reicht's noch? Nein. Reicht leider nicht mehr. So, Schlussphase ist jetzt endgültig eingeläutet. St. Pauli wirft alles nach vorne. Müssen sie ja jetzt auch. Zander. Und Rode ist dazwischen. Achtung, Pressing. Trotzdem ruhig hinten rausspielen. Gar nicht verrückt machen lassen. Rausspielen. Wir haben ja hier die Leute. Zack. Und dann über die Mitte. Lindström, Moani. Genau. Ganz in Ruhe. CDB außen mitnehmen. Jetzt geht es nur noch um Ergebnis halten. Und die Entscheidung herbeiführen. So. Mit Balde. Ah, kein Freischuss. Gibt nicht mal Vorteil. Egal. Brauchen wir nicht. CDB. Flankt. Und hinten ist Moani. Mit der Entscheidung. Ausschluss vorbei. Viertelfinale. Here we go. It's a done deal. Finally agreement. For this year. Grüße an Fabrizio Romano. Schön gespielt. Ruhig geblieben. Über die Außen und dann in der Mitte. 2 gegen 1. Für einen muss er sich entscheiden. Entscheidet sich Gott sei Dank für den falschen Mann. Und Moani sagt Dankeschön. Im Stehen. Zack. Schöner, wuchtiger Kopfball in den Winkel. Wow. Also, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war die endgültige Entscheidung. 4-2. Wow, ein Wahnsinnsritt. Aber Kompliment an St. Pauli, muss man sagen. Die haben wirklich gut mitgespielt. Vor allem in der ersten Halbzeit. Da waren sie eigentlich nicht viel schlechter als wir. Dieses 4-1-2-1-2 soll ich auch mal wieder mit reinbringen. Das ist eine gute Formation. Das klappt halt auch nicht gegen jeden Gegner. Aber heute, wenn wir nicht umgestellt hätten, ich glaube, hätte uns das Genick so ein bisschen gebrochen. Apropos Genickbrechen. Das geht jetzt noch ein bisschen schmerzhafter. Lindström auf. Moani, mach ihn, Junge. Noch einer. Jawohl. Einer geht noch. Einer geht noch ein. 5-2. Ich glaube sogar Hattrick von Moani, oder? Schön gespielt. Lindström in den Lauf. Und dann hat Moani einfach die Klasse als U21-Nationalspieler Frankreichs. Diesen Ball sich vorzulegen und mit links abzuschließen. Schön. Also ein tolles Fußballspiel. Super Pokalabend. Das jetzt, ja, sein verdientes Ende nimmt. Ich denke mal, wir waren von Beginn der zweiten Halbzeit an wirklich überlegen. Hatten natürlich auch Glück, dass St. Pauli hier nicht zum Ausgleich kommt. Muss man auch dazu sagen, hatten beim Stand von 3-2 eine Riesenchance. Und machen sie vielleicht nochmal eins. Kire und Trapp mit dem letzten Ball in diesem Spiel. Und dann ist aus, dann ist Schluss. Und dann ist das Viertelfinale da. 5-2. Sensationelles Spiel. Und Moani nimmt den Ball mit. 3 Tore hat er gemacht. An dieses Spiel wird man sich noch lange zurückerinnern. In dieser Saison. Das kommt in jeden Rückblick. Packt das Handy weg. So, also. Schaut euch auch das Spiel nochmal an. Also neben dem Alkmaar-Spiel ist das auf jeden Fall noch ein Spiel, was ihr euch öfter anschauen könnt. Nicht nur wegen den Toren, sondern auch, ja, einfach so, weil es lange Zeit sehr offen war. Und so wünsche ich mir halt auch jedes Spiel. Ne? Offener Ausgang, man weiß nie. Statistik, ja, schwenkt ein bisschen mehr zu uns. Aber vom Gefühl her war St. Pauli echt gleichwertig. Also war auch so gefühlt Erstligist. Gut, aber am Ende setzen wir uns durch. Wolfsburg scheidet auch aus. Überraschung, Überraschung. Mainz gewinnt in Sandhausen. Nürnberg gewinnt gegen Stuttgart. Also noch ein Bundesligist raus. Oder sind die noch Bundesligist? Weiß ich gar nicht. Muss ich gleich mal gucken. So, hier gewinnt Hoffenheim nach Elfmeterschießen. Die anderen 3 Ergebnisse hatten wir ja schon. Ingolstadt und Dortmund und Leverkusen kommen weiter. So, ein bisschen Preisgeld kriegen wir auch noch. Also auch im DFB-Pokal ziehen wir weiterhin unsere Kreise. Und jetzt geht es nach Hamburg. Gegen den HSV, nicht? Die sind 17. Spielen also mal wieder. Wer hätte es gedacht, um den Abstieg. Und Stuttgart ist Erstligist. Okay, sehe ich gerade. Boah, also super. Gerne wieder. Gerne wieder solche spannenden Spiele. Wenn ich vorher schon weiß, dass ich immer gewinne, dann ist das okay. So, schauen wir nochmal, was unsere Scouts hier mitgebracht haben. Aus Frankreich, aus Brasilien und aus Spanien, glaube ich. Aber ich glaube, der Franzose hatte diesmal nicht so einen guten Fang.
Die Fische können alle wieder zurück ins Wasser. Das war leider nichts. Niemand mit dabei. Jetzt gucken wir mal hier in Brasilien. Gabriel Teixeira, Bruno dos Santos, Afonso Teixeira, Alex Santos. Auch hier ist, glaube ich, leider nichts mit dabei. Ah, obwohl, Rafael Santos könnte einer sein. 2,1 Millionen. Und in Spanien schauen wir auch nochmal. Andres Rodriguez, Mariano Garcia, Velasco, Sierra, nee. Auch da war diesmal nicht viel mit dabei, aber auf den 2,1 Millionen Wertmann hier bin ich mal gespannt. Wo ist er denn, Hier, Jugendakademie. Das ist, ein Kiba, der hat schon eine 68 Potenzial, 60 bis 84. Den können wir eigentlich schon hochziehen. Machen wir. Befördern wir zum Profi und stellen den ins Tor unserer B11. Und dafür Ramay dann auf die Bank. Wir machen das jetzt mal so. Zack. Ja, tut mir leid. Und dafür kommt Santos hier hin. Und wird Trapp ersetzen. So. Ah, nee, warte mal. Oder Ramay. So wollte ich das machen. Ramay hier auf die Bank. Trapp spielt da nicht in der B11. Und die werde ich halt nochmal ummodifizieren. Also hier oben die Aufstellung. Vielleicht mache ich hier mal auch ein 4-1-2-1-2 mit rein. Ich glaube, bei unserer A11 muss ich das auch mal mit reinbringen. Ein 4-1-2-1-2. Hat ja gut geklappt, wie in diesem Spiel gesehen. Also, Wahnsinn. Der eine Hamburger Club ist geschafft. Der nächste folgt im nächsten Part. Macht's gut. Ciao, ciao.